Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum Taxi-Live-Simulator. So, und ich fahre jetzt mal tatsächlich ein bisschen... Ja, Handbremse. Ich fahre jetzt tatsächlich mal ein bisschen so. Einfach nur... Ich glaube, so ist es ein bisschen einfacher. Minimal. Wenn man so vielleicht ein bisschen mehr sieht. Und ich wünschte, ich könnte... Obwohl, vielleicht kann ich es ja. Ich mache mal so. Okay. Mit der rechten Hand. Ich bin einfach mit der rechten Hand bin ich besser im Fahren. Oder muss ich aber das Ding hier weiter rüber schieben? Wow. So. Dann ist natürlich mit Blinken jetzt erstmal nicht so viel. Oh, hör doch. Mach doch mal P rein. Das... Oh. Warum gibt es ja keine Parkbremse? Los doch, wir müssen Geld verdienen. Ja, jetzt fahrt doch mal. Ja, ohne Witz. Aber gut, dass das Bremslicht angeht, wenn ich die Handbremse drin habe. Ich muss auch rechts. Fahr doch mal! Was ist los? Ja, so sieht man auf jeden Fall mehr. So sieht man auch eher, wenn Leute über den Zebra laufen wollen. Das ist schon, ist eine komische Grafik irgendwie. Geile Grafik, aber auch irgendwie nicht so. Ich weiß nicht. Dann stauben die alle so oder rauchen. Also die Reifen qualmen so. Ist schon irgendwie seltsam. Ey, da ist grün. Warum fahren die nicht? Achso, weil der da nicht fahren kann. Ach, shit. Weil hier alles, weil da schon wieder so eine Zebrastreifenparade ist. Oh Mann, hey, Barcelona. Unfassbar. Wir verbringen hier die meiste Zeit im Stau in den Folgen hier. 20 Minuten Folge und ich weiß nicht, wie lange ich hier im Stau davon verbringe. Unfassbar. Also ich hoffe, dass es schnell einen Patch gibt. So langsam werden die Leute ungeduldig. Ich hoffe, dass es bald einen Patch gibt, dass man die Steuerung auch für Lenken ändern kann. Ja, ich muss ja auch nach rechts, ne? Aber wir können nicht, weil da zigtausend Menschen über den Zebra laufen. Und gleich wird's hier... Ihr wartet. Boah, ihr weißt was? Guck mal die an. Hau ab! Verpiss dich. Ich dränge mich jetzt hier durch, das dauert mir jetzt zu lang. Ja, jetzt fährt er, okay. So, gleich weiterfahren. So, einsteigen. Wir rollen schon wieder. Wir rollen auf andere Autos drauf. Gibt's denn das? So. Noch weiter, okay. Ich habe jetzt hier gerade eine echt sehr merkwürdige Tastaturhaltung. Ey. Achso, war ein Zebrastreifen. Was? Kostet dich sehr viel Geld. 100 Euro. Um Himmels Willen. Okay, das war's. Wir haben Fußgänger angefahren mit einem Taxi, mit einem Fahrgast. Ach du Scheiße. Rose Hidalgo, normal. Aber gibt ordentlich Kohle. Und es wird so langsam, wird's dunkel, habe ich so das Gefühl. Und da wackelt schon wieder jemand drüber.
Ah, ein Polizeirevier hier. Hallo. Fahr doch mal. Junge. Einsteigen, los. Sonst rollen wir wieder dahin. Gut. Hier ist 30, glaube ich. Hier sind so viele. Alter! So viele Zebrastreifen hier. Das geht mal gar nicht. Du wartest. Also selbst in Deutschland, da kann man ja davon ausgehen, dass man einfach über einen Zebrastreifen drüber laufen kann. In anderen Ländern, zum Beispiel in Polen, da sollte man das nicht einfach tun. Da kann es ganz schnell mal sein, dass man krass überfahren wird. Aber hier in Barcelona hätte ich das nie gedacht, dass die Leute hier auch einfach voll drüber latschen. Naja. Okay, die Bremse muss ich doch noch ein bisschen stärker machen. Spieleinstellungen. Wo ist Bremsgeschwindigkeit hier? Schon 50%. Oh, halt. Speichern. Speichern und beenden, ja. Haben wir jetzt eigentlich Licht an? Oha. Fernlicht. Ich ärgere gern andere Passanten, tut mir leid. Nicht Passanten. Is it busy for you today? Oh ja. Was muss ich denn drücken hier? Ja, zwei. Wo ist denn? I've been running around the city non-stop since this morning. That sounds tiring. Ja, naja. I'm happy to be able to earn a lot of money on a busy day like this. It must be hard to keep up with the demand, though. Ja. It's okay. It's not like it's your fault. It's just the nature of the job, right? Yeah, I suppose so. Da wackelt wieder einer drüber. Ja, fahr ihn um. Dann ist er weg. Komm, gib Gas, ist vorbei. Was habe ich jetzt gedrückt? Hilfe. J habe ich gedrückt. Okay, ich muss irgendwie doch wieder mit links fahren, das ist... Hättest doch hier eine Fahrradspur. Dürfen wir hier fahren? Hallo? Worüber jetzt? Ihr Affen. Lang, hier lang. Nein. Boing, boing. Bisschen schnell unterwegs hier bei die Hubbels. Aber so viele Blitzer-Tickets haben wir ja noch gar nicht gekriegt. Nur 4 Leute überfahren. Und so ein Scheiß. Ja, und ich möchte mir unbedingt so ein Elektroauto kaufen. Elektroauto!
No. Boing, boing. Wohin? Im Kreisverkehr. Eine Runde und dann wieder raus. Das ist halt auch das, ich weiß nicht, wo ihr herkommt so. Aber ich komme halt aus einem kleinen Dorf. Schnell. Oha, der schießt hier durch. Aus einem kleinen Dorf und selbst wenn ich mal in einer größeren Stadt bin, zum Beispiel Stuttgart oder so, da gibt es auch keine mehrspurigen Kreisverkehre, sondern nur einspurig. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie man in einem mehrspurigen, also man hat es wahrscheinlich gelernt in der Fahrschule, schätze ich mal, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache oder ob ich das überhaupt verstanden habe, wie das funktioniert. Boah, was für Ruckler ab und zu mal. Auf jeden Fall ist da rot. Ja, komm. Schlaf nicht ein. Schon schön hier. Dann rüber, ja, dann geh rüber. Ne, jetzt doch nicht mehr, okay. Oh, aber ich muss rüber. Hä, und der jetzt doch nicht mehr. Wird schon wieder jemand über den Zebra. Schneller. Oh, ey, echt. Hau ab. Das ist auf der... Ne, das ist... Okay, das ist hier einspurig. Viel Vergnügen. Oh je, oh je. Ein weiterer Auftrag, leicht. Okay. Die hat mir nicht viel Geld gegeben, oder? Ah, doch. Ah, die hat 44 Trinkgeld gegeben. Oh ja, sehr gut. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Kohle. Wo ist der? Der ist da drüben. Brauche ich schon Licht? Und die haben schon Licht an. Ja. Will der hier rein? Okay. Warte, ihr habt die Handbremse zu. Ah. Kann man eigentlich driften? Ich glaube schon, ne? Ah, hier gleich, okay. Was macht denn der da? Versuch mal, mich hier durchzumogeln. Ganz vorsichtig. Den hier ein bisschen anschieben, geht das? Habe ich jetzt meine Karre beschädigt? Ja, ich glaube. Komm, Junge, fahr! So, okay. Einfach mal weggeboxt. Aber ich glaube, meine Karre ist noch nicht so arg beschädigt. Geht noch, ne? Oh, wir müssen nach rechts. Gut. Achtung, aus der Bahn. Ich muss hier mal durch. Danke, danke, tschüss. Ja, danke und tschüss. Ich muss mir angewöhnen, wie ein Taxifahrer zu fahren und nicht hier, wie ich normalerweise fahren würde. Schnell fahren die Kisten eigentlich? Ja, okay. So, grün. Hier ist auch wieder 70. Huch.
Hier ist 70 und da gibt's Geschwindigkeitsbanner. In Barcelona? Nö, keine Ahnung. Ja, die Architektur. Architecture is great. Where? Can you tell me something more? Denkmäler. There are lots of great monuments. How do I recognize it? Ja, keine Ahnung. Just go for a walk and carefully look around to spot one. Yeah. I'll be more aware of it on my next sightseeing tour. Ja, mach das. Boah, die Gespräche, die bringen mich komplett aus dem Konzept. Okay, ich fahre jetzt doch wieder so. Scheiß auf Blinken. Ich fahre jetzt so, dass wir mal Kohle kriegen. Es war noch gelb. Ihr habt's gesehen. Ja, toll. Jetzt knallen die hier aufeinander drauf. Grün. So, wo muss denn der hin? Ganz nach da hinten. Ja, da ist auch gleich eine Werkstatt, okay. So. Hey, zwei schon wieder. Das ganze Auto schon wieder voll. Fünf Leute drin oder was? Okay, da gibt's einen neuen Auftrag. Ja, komm, nehme ich. Wir brauchen Geld. Ach, die ist gleich hier. Ah, okay, da ist hier. Hi there. Ja, wunderbar. Hi. Da ist hier so ein Ding ins Abholpunkt hier. Es wird tatsächlich. Wie viel Uhr ist? Sieht man das auf der Map? 19.40 Uhr. Oh, geil. Es wird langsam dunkel, Freunde. Sehr cool. Okay, das Beschleunigen. Wow. Beschleunigen könnte ich ein bisschen schneller machen, aber eigentlich, nee, das passt so schon. Oder ich probiere es mal. Wir müssen ja auch Einstellungen durchprobieren. Komm, pass auf. Machen wir so. Spieleinstellungen. Beschleunigungsempfindlichkeit, Vollgas. Bremsempfindlichkeit, Vollgas. Lenkempfindlichkeit lasse ich so. Das passt halbwegs. Ich Handbremse zu, ja. Der dreht wieder um, habt ihr das gesehen? Der hat einfach wieder umgedreht. Oh, ich muss nach links. Ich muss nach links. Oh, Junge. Ups. Boah, hey, was ist da los? Guck mal, so macht er das. Okay, das mit dem Beschleunigen geht eigentlich. Ja, manchmal steht er, aber manchmal steht er nicht. Da rollt er dann einfach weiter. Das ist schon komisch. Hier ist schon wieder 70. Du wartest. Wartest. Wie schnell fährt denn die Karre? So ein Blitzer. 100 Uhr. Do you even have a driver's license? Ja, ja, passt schon. Ich muss nur kurz. Moment. Oh, Alter. War vielleicht ein bisschen schnell.
Minimal. Geht schon. Boing, boing. Bringt nichts, muss schon mit der linken Hand fahren irgendwie. So, nach links. Ja. Hä, und wo denn dann? Machen wir wieder die Ansicht. Ah, shit. Ah, dieses Navi. Okay, wir müssen hier lang. Und dann hier lang. Und dann bestimmt irgendwann wieder nach rechts. Aber ne, ich gehe links rüber. Der fährt mir zu langsam. Wohin? Nächste rechts. Also hier. So. Boah, das ist ja mal eine Ansicht hier. Nein, ich fahr. Wir müssen bestimmt gleich wieder irgendwie. Can you slow down, please? Voll krank einparken. Zumindest bin ich diesmal in der richtigen Richtung hier. Ey, was ist das jetzt? Achso. Also normalerweise beschweren sich die Leute nicht, wenn sie im Taxi sitzen und der Taxifahrer gibt Gas. Nur die hat da irgendwie ein Problem mit. Alter, was ist denn das hier für ein Bau mitten auf der Straße? Das sind hier komische Fußgängerzonen und Zeug. Folge ist schon wieder lange zu Ende. Egal. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Time to play Taxi Live. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.